Ein wirklich interessanter Trend unter liberalen Frauen war ja in den USA nach der Trump-Wahl zu beobachten. Hier entschieden sich manche Frauen dazu, als eine Form des Protests sozusagen, ihren Kopf zu rasieren. Und viele fragen sich jetzt, was es damit auf sich hat, beziehungsweise wie eine derartige Selbstverstümmelung psychologisch zu erklären ist. Und ja, nicht selten wird dann hier auch auf die überproportional auftretenden mentalen Störungen verwiesen, die bei liberalen Menschen ja generell zu beobachten sind. Und wir wissen ja, dass diese Leute eher in psychologischer Behandlung sind als konservative Menschen. Das EY Magazine unter anderem hatte ja darüber berichtet. Und genauso ist es auch bekannt, dass Liberale verglichen mit konservativen Menschen ohnehin als unattraktiver, also auch auf körperlicher Ebene, wahrgenommen werden. Die Studien hierzu sind relativ eindeutig. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, den man eventuell berücksichtigen kann, nämlich das Ritual als eine Art Selbstbestrafung zu verstehen, eine Autokasteiung sozusagen, wie sie einst in der religiösen Praxis angewandt wurde und das auch noch heute tut, um nämlich Leiden zu erzeugen zugunsten eines vermeintlich höheren Gutes. Ja, den Kopf von Frauen zu rasieren und diese dadurch zu beschämen, hat aber historisch noch einen ganz anderen Bezug als Bestrafung und als öffentliche Brandmarkung. Hier wissen wir in Norwegen und auch Frankreich in ganz besonders starkem Ausmaß und anderen Ländern auch, da hat man nach dem Zweiten Weltkrieg Frauen so behandelt, die sich während der deutschen Besatzung in einen deutschen Soldaten verliebten. Zumindest Norwegen hat sich hier ja vor ein paar Jahren offiziell dafür entschuldigt, in Frankreich und anderen Ländern noch nicht. Ich glaube, Holland war auch mit dabei. Und hier und heute sieht man bei dem Ritus der Selbstbestrafung dieser Frauen unter Umständen ein ähnliches Prinzip. Ich bin natürlich kein Arzt, aber vielleicht sollten hier Ärzte aktiver werden. Und ja, verweisen könnte man nämlich hier auch auf das Phänomen des kontrovers diskutierten Stockholm-Syndroms, wonach Menschen eine Zuneigung zu den eigenen Peinigern, in diesem Falle zu woken Ideologien, empfinden und sie eben alles tun werden, um die Macht des Herrschenden bzw. der jeweiligen herrschenden Doktrin aufrechtzuhalten und sich dieser zu unterwerfen. Man kann dies also als eine Art Unterwerfungsgeste verstehen. Document this process. Maybe share some thoughts before I actually go and shave my head, and then share how I feel afterwards. A lot of people ask me recently when I share with them that I'm going to shave my head, why am I doing that? And my reasons right now, the simple one is I just want to, but also it's not an impulsive decision. I've been wanting to shave my head for years, and I'm just finally going to now. It's a FU to conventional beauty standards. I think it looks great, actually. I always knew I was a ballsy person. But I'm really glad that I pulled through. And I do feel free. It feels really good.